Dankeschön. Herzlichen Dank, bitte. Nicht zu viel Euphorie. Ich kriege das noch nicht verkraftet. Vielen herzlichen Dank. Endlich mal wieder ein Auftritt mit Dach. Alter, es ist so ungewohnt, dass man Menschen in einem Haus hat und man teilt dieselbe Luft. Sind eure Nippel auch hart? Es ist total krass, auch tatsächlich ohne Maske. Ne? Das ist schon so. Wir mussten viel, Philipp Simon genauso, wir mussten jetzt im Lockdown einfach viel erleiden. Autokinos habe ich gemacht. Das ist geil. Autokinos ist mega, weil du stehst auf der Bühne und du guckst das Auto an. Und das Auto guckt dich an. Und du so, ah, das ist geil hier. Ne? Und dann machst du einen Witz, null Reaktion, null, null, null. Nur in der letzten Reihe, so ein Fiat Punto, wo so die Windschutzscheibe langsam so nach oben geht, ja. Das ist die einzige Reaktion auf den Joke. Aber das ist tatsächlich nicht das Einzige, was so im Lockdown los war bei mir. Was ziemlich crazy war, ich bin Papa geworden im Lockdown. So. Hey, yes. Von einer jungen, gesunden PlayStation 5, wir sind sehr dankbar. Das ist total krass, wenn man so erfährt, dass man Papa wird, weil ich kam so nach Hause und meine Frau war schon da, weil ich wohne bei meiner Frau. Und ich kam nach Hause und ich habe gesehen, meine Frau hat tatsächlich 11 positive Schwangerschaftstests gemacht. 11 Stück. Sie wollte sich ganz sicher gehen und die Katze hat sie auch noch angepinkelt. Einfach nur, damit sie komplett safe ist. Und meine Frau, auch Eva, war völlig emotional und so, willkommen zurück. Meine Frau war auch vollkommen emotional, so, oh mein Gott, oh, Schatz, du wirst Papa, bla 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 bla. Und dann durfte ich mit zum Frauenarzt. Ja, nur zur Frage, haben wir Väter heute Abend hier im Publikum, mal kurz bei Applaus, haben wir mal so kurz hier? Spürt ihr die Freude? Wie geil sie es finden. Ja, ich finde es auch süß, dass Leute, ich sag per Applaus und Leute melden, ja, hier, ich, ja, sehr gut. Und was mir beim Frauenarzt aufgefallen ist, als ich so mit durfte zum Frauenarzt, du bist als Mann beim Frauenarzt allen scheißegal. Niemand redet mit dir. Niemand, du bist allen egal, du bist eine Sache. Leute reden über mich, aber nicht mit mir. So, ich stehe mit meiner Frau an der Theke und die Frau hinter der Theke steht auf, nimmt meiner Frau die Jacke ab und gibt sie mir. Und ich fand das total krass. Meine ganzen Bedürfnisse wurden nicht ernst genommen, meine ganzen Statements wurden nicht gehört. Ich war quasi eine Frau in jedem DAX-Vorstand. Das ist total interessant. Und dann waren wir dann beim Frauenarzt. Im Behandlungszimmer. Und da habe ich dann gelernt, es gibt 2 unterschiedliche Sorten von Ultraschallgerät. Es gibt einmal die romantische Fassung. Die romantische Fassung ist, du kriegst ein bisschen Gel auf den Bauch, deine Frau auch, und... Warst du dabei? Ja, ich war dabei, ich war mit drin. Ja. Und dann ist da Gel auf dem Bauch und dann kommt das Ultraschallgerät von außen. Ja, guckt so rein und dann wird das Bild so weitergeleitet an so einen alten Bildschirm, wo du dann so einen alten Bildschirmschoner von Windows 95 siehst, okay? Das ist der Deal. Das ist die erste Variante. Dann gibt es noch die asoziale Variante. Die asoziale Variante ist so ein langer Stab, der aussieht wie eine Halogenlampe von einem Automechaniker, der gerade einen VW-Bus von unten ausleuchtet und sagt, nee, da können wir nichts mehr machen, das ist zu spät. Und dieses Lichtschwert führt Luke Skywalker in meine Frau und hält die ganze Zeit Augenkontakt mit mir, weißt du?
Alexa saß in der Ecke und war einfach, ich war fasziniert, ich war geschockt, weil wie weit das noch geht? Was? Wirklich? Ernsthaft? Ich saß in der Ecke, aber Digga, da wo du bist, war ich noch nie. Ich hatte keine Ahnung, dass da noch ein ganzes Bonuslevel hinten dran war. Ich wusste das nicht. Ich saß in der Ecke, ich habe ein Bild von der Gebärmutter ausgedruckt. Und Digga, wo bist du hier gerade? Kannst du mir einen Standort schicken? Wo willst du hin? Meine Fresse, ich war völlig verzweifelt. Ich war komplett am Boden zerstört, weil ich dachte ja, ich hätte Indien entdeckt, ne? Aber ich war nicht mal in Kassel. Meine Fresse, ey. Hey. Dann ploppt auf dem Bildschirm so ein Bläschen auf. Auf dem Ultraschallbildschirm ploppt so ein Bläschen auf. Ja? Und der Frauenarzt war ungefähr noch bis hier sichtbar. Ja? Fragt mich noch. Hatte noch so ein Bein halb mit drin. Ja? Fragt mich, Herr Gstettenbauer, sehen Sie auch das, was ich sehe? Was soll ich da sagen? Ja, Herr Kollege. Es ist völlig offensichtlich, der Meniskus ist kaputt. Ich weiß ganz genau, was fragt der mich? Er hat ein Medizinstudium. Ich habe den dritten Platz bei Mario Kart. Was fragt der mich? Irgendwas? Was soll das? Und dann sagt er zu mir, Sie werden Vater, Herr Gstettenbauer. Ja, danke für die Info. Ich kann Ihre Hand auf dem Monitor sehen. Das ist sehr dankbar. Nehmen Sie die Finger von meiner Tochter, Sie Schwein. Können Ihnen wohl nicht jung genug sein. Köln. Da werden die Monokel aufgesetzt hier. Nee, das ist nicht unser Niveau hier. So, dann mussten wir, also wenn Leute mich dann fragen, so, hey Maxi, wie ist es so als junger Vater, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, es ist schon teuer. Es ist wirklich teuer, du musst jetzt sofort los und Zeug kaufen. Ich habe substanzielle Anteile meiner Altersvorsorge im Babymarkt Frechen verspekuliert. Ich dachte ja, ich hätte das Kinderwagen-Game verstanden. Ich habe gedacht, ich hätte Kinderwagen verstanden. Ja, da sind die Räder und eine Ladefläche und Gutes. Ja. Ich gehe da rein, ich fasse den Kinderwagen nur an und rechts neben mir erscheint so eine Verkäuferin, wie so ein Pokémon aus dem hohen Gras. Weißt du, und sagt zu mir den Satz, dieser Kinderwagen kostet 4.500 Euro. Und ich so, kurze Frage. Das Kind würden wir selber mitnehmen. Wir hätten gern nur den Kinderwagen ohne den Menschenhandel. Geht das? Und dann sagt die Verkäuferin, ja, das Problem ist, die günstigeren Kinderwagen haben nicht so eine gute Federung. Und dann habe ich gesagt, ja, das geht mir am Sack vorbei. Weil ich will ja meine Tochter spazieren fahren und nicht Takeshis Castle gewinnen, okay? Da habe ich ja kein Interesse dran. Außerdem, schlechte Federung beim Kinderwagen ist für mich okay, weil wenn ich ein fremdes Kind überfahre, will ich das spüren. Ein Klatscher, I love it. Das finde ich sehr gut. Ja. Es ist halt auch total krass, weil es ist alles so polarisierend, ja, ist total schlimm. Will sich hier jemand boostern lassen? Ist das hier irgendwie so? Wollen wir uns boostern lassen? Ja, ja. Ich weiß es noch nicht, bin mir noch nicht sicher. Ich warte noch, dass ich von der ersten Impfung stirb. Ich finde das total krass bei den Querdenkern, dass die einfach alles behaupten können, was sie wollen, aber nie in der Rechtfertigung stecken. Die müssen nie belegen, was sie erklären. Aber wir immer so, ja, guck, es gibt Studien und man kann das machen.
Und mein Kumpel, der hat sich halt nicht impfen lassen und ist auch voll QAnon und Querdenker und ich hau ihm auch auf die Fresse und so. Das ist nicht, weil er Querdenker ist oder bei QAnon, sondern weil es einfach um nichts anderes mehr geht bei dem, ey. Ich denke mir so, können wir auch mal über was anderes reden? Über die letzte Staffel Paw Patrol, meinetwegen, über irgendwas anderes! Aber jedes Mal, wenn wir uns treffen, fragt er mich, Maxi, was machst du gegen die Impfnebenwirkungen? Und ich so, Digga, ich liebe Marvel Comics. Wenn es eine Flüssigkeit gibt, die meine DNA verändern könnte, dann hau ich mir die rein. Vielen herzlichen Dank, das war's von mir. Dankeschön. Jawohl. Alles klar.